mir steht jetzt der Boris von Filmwerk. Hallo Boris, wie geht's dir? Sehr gut geht's mir. Ich freue mich auf den Kampfabend heute. Ja, das freuen wir uns auf jeden Fall auch alle. Und wie gefällt dir denn die Veranstaltung bisher? Also bisher alles fein hier in dem Bereich. Ich habe schon mein zweites alkoholfreies Bier und fängt alles ein bisschen später an, weil der Andrang vorne noch so groß ist. Aber ich freue mich richtig. Die Kämpfe, auf die ich mich am meisten freue, ist natürlich Triple D. Ich freue mich auf Sarah Bormann und natürlich auf den Hauptkampf des Abends. Das auf jeden Fall. Und gibt es denn sonst noch einen Favorit, den du hast? Oder worauf freust du dich denn mit am meisten? Ach ja, auf die Kämpfe, klar. Was sonst? Rainer vielleicht noch irgendwie mal zu erhaschen, aber der rennt hier durch seinen Tunnel, wie immer, organisiert, macht, schreit durch den Saal. Mal gucken, aber die Kämpfe sind es natürlich, die mich hier hingezogen haben. Ja, Steffen, du kommst ja aus Köln angefahren, ne? Ja, das lasse ich mir nicht nehmen. Die 2,5 Stunden hier über die Autobahn, da haben wir damals mit Rainer sehr, sehr viel gedreht für D-Max, 6 Folgen, King of the Ring. Und das war recht erfolgreich, aber nicht so erfolgreich. Wir warten noch, ob es eine zweite Staffel gibt, aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Und so in die Boxszene mal eintauchen zu können, war schon sehr, sehr gut. Das glaube ich. Das ist immer sehr interessant und auch so ein Stück familiär eigentlich. Ja. Ja, dann vielen Dank für dieses kleine Interview und dann wünschen wir dir hier noch ganz viel Spaß auf der Veranstaltung. Gerne, das wünsche ich euch auch.